Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem vierten Saisonspiel. Der Gegner heute, der SV Pars Neu-Isenburg, letzte Saison noch Verbandsliga. Und hier unsere Aufstellung, Trainer Radwan Belayel nahm ein paar Veränderungen vor. Schiedsrichter der Partie, Dietmar Wachsmann. Bei herrlichem Wetter ging es dann auch los. Anstoß durch Amala. Yusuf Efil hier auf Ramazan Türkgilmaz. Und hier schon die erste Veränderung. Erwin Şima auf der Position des rechten Verteidigers. Und auch der Torhüter war neu. Lars Ott in seinem ersten Pflichtspiel. Dann die erste Chance hier direkt für Fatih Özkan. Hätte er direkt nehmen müssen. Und bei Pars hieß es immer lange Bälle von Isaka Muhammad. Der machte wirklich ein starkes Spiel. Unsere Angriffsbemühungen hier über Petrovic, dann Halil Korkmaz im Mittelfeld. Türkgilmaz schickt hier auf der rechten Seite Erwin Şima, dann Kerem Yücel und ein langer Ball in die Spitze, aber dieser Ball war unerreichbar. Das waren so unsere ersten Angriffsbemühungen. Und was machte Pars? Hier wieder ein schöner Ball in die Spitze und Philipp Rasch verzieht. Dann gab es hier eine kleine Nicklichkeit zwischen Ramazan Türkgilmaz und Dalibor Panzer. Der Schiedsrichter schaute sich das erstmal an, beruhigte dann nachher beide Spieler. Es war kein hartes Spiel, aber ein ruppiges mit ein paar Nicklichkeiten. Aber das gehört alles zum Sport, solange es natürlich fair bleibt. Es ging weiter mit einer Ecke für uns. Und da ist Erwin Şima mit dem 1:0. Nicht ganz überraschend. In der 27. Minute Erwin Şima mit dem Kopf. Er ist ja auch bekannt für seine 1,90. Nein, Scherz beiseite. Kleiner Mann, aber eine ganz, ganz gute Sprungkraft besitzt er. Und da sieht er erstmal gelb. Und jetzt hatten wir die Chance hier auf 2:0 zu erhöhen. Fatih Özkan bringt den Ball rein, aber der Ball ist zu lang für İsmail Amala. Und hier gibt es erstmal Vorteil für Pars und Lars Ott kann sich hier zum ersten Mal auszeichnen. Starke Parade. Der Eckstoß. Und jetzt konnte man unser typisches Türkgücü-Spiel hier sehen. Ganz schnelle Konter. Amala auf Kerem Yücel. Der weiter auf Halil Korkmaz. Und er sieht nochmal Amala. Und er muss jetzt eigentlich abschließen. Aber knapp am Tor von Aykut Bayer vorbei. Immer noch 1:0. Und die bewährte Taktik vom Pars. Lange Bälle von Muhammad auf die rechte Seite. Und da klingelt schon 1:1. Alempic bringt den Ball rein. Und Dalibor Panzer. Und es ist wieder die 45. Minute. Wie in Obertshausen beim 1:1. Wie gegen Erlensee beim 0:1. Immer in der 45. Minute. Dann war auch schon Halbzeit. Zur zweiten Hälfte reagierte dann unser Trainer, brachte Murat Kalle und den Mann der Vorsaison, Onur Bulut. Und Onur Bulut gab dann auch direkt Gas auf der rechten Seite. Hier Amala auf Onur Bulut und seine erste Chance über das Tor. Aber es ging weiter. Yusuf Efil weiter zu Kerem Yücel und er schickt wieder Onur Bulut. Da ist er
einen Schritt zu spät. Auf der anderen Seite gab es dann diese Chance, aber auch hier wieder ein sehr, sehr starker Konter durch Onoblut auf der rechten Seite und vier Spieler sind mitgelaufen. Was macht er? Er entscheidet sich für den eigenen Abschluss. Das war viel zu eigensinnig. Und Pass mit der dicksten Chance. Alempić, den muss er eigentlich machen. Das war eine 1000-prozentige. Aber so stand es immer noch 1:1. Dann hier ein Foul von Murat Kalle. Dafür sah er gelb. Und jetzt der fällige Freistoß. Der Ball wird reingespielt. Und da steht Isaka Mohaman. Er galt dann auch als offizieller Torschütze. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass Petrovic den Ball ins eigene Tor köpft. Kann passieren. 2:1. Und erneut Mohaman immer wieder aus der eigenen Hälfte mit diesen langen Bällen. Er war nicht nur die Mauer in der Abwehr, sondern auch der Spielgestalter. Hier nochmal eine Chance für Lars Ott. Und dann aus dem Nichts Francesco Petrovic mit dem langen Ball. Schade, dass der nicht reinging. Und erneut Mohaman. Also er war eigentlich an allen Aktionen vom Pass beteiligt. Der Ball wird reingespielt und wir können hier klären. Und dann nochmal Mohaman und Lars Ott macht seine Sache hervorragend. Und jetzt, liebe Fußballfans, aufgepasst, wer diesen Sport liebt, wird diesen Treffer jetzt auch lieben. Angelo De Carvalho, was für ein Strahl zum 3:1 für Pass. Unser ehemaliger Spieler Angelo De Carvalho. Wenn die Kamera dabei ist, dann macht er solche Treffer. Glückwunsch zu diesem Treffer. Und wie sah dann unsere Antwort aus? Wir suchten immer wieder vorne Onoblut, dann die Ecke in der 90. Minute und Yusuf Efil mit dem 2:3. Der Anschlusstreffer, ein ganz starker Kopfball vom ehemaligen Türkei-Profi Yusuf Efil, stark gemacht. Und jetzt waren nur noch wenige Minuten zu spielen, ein Freistoß noch von Onoblut und da kommt keiner dran. Das war dann auch die letzte Chance im Spiel. Pass hatte noch eine Chance. Hier wieder Alempić vorne. Aber da kann Francesco Petrovic noch klären. Der letzte Freistoß. Und da folgt auch schon der Abpfiff.